Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Ich erzähle euch etwas über den Sternenhimmel. Es gibt ein Königreich und ist viel los gerade. Die Menschen haben neue Kontakte und Begegnungen. Der König selbst hat auch viel zu tun. Es passierte einiges in Vergangenheit und der König muss das in Ordnung bringen. Der Herrscher der Nachbarsland hilft ihm. Aber der König muss zurück zum sein eigenen Land und für Ordnung sorgen. Diese Ungerechtigkeiten und Lügen wird jetzt aufgeräumt. Aber so geht es nicht weiter. In Königshof erleben wir aber auch einiges. Ja, der hübsche Prinz hat sich an die schöne Prinzessin verliebt. Und er will das auch sagen. Seine Mutter hat damals ihm gewarnt, rede erst über deinen Gefühlen, wenn du ganz sicher bist, dass du keinen Korb bekommst. Diese Worte hat der junge Prinz noch nicht vergessen. Er hat diese Erinnerungen. Aber er ist so verliebt. Er dachte, oh, was soll ich jetzt tun? Ich bin so unsicher. Soll ich ihr sagen, ich liebe dich? Aber diese Angst, das, was mich bremst. Diese Erzählung hat selbstverständlich astrologische Hintergründe. Sonne bekommt einen Einfluss von Sternbild Orion. Orion ist der himmlische Jäger, setzt etwas in Bewegung und zeigt in eine Richtung. Und das ist der Nordpol. Und das, was wir gerade brauchen, die Richtung bestimmen oder neu orientieren. Sonne, Mars und Merkur befinden sich in Zeichen Zwillingen nach indischen Berechnung. Und das ist eine sehr präzise Berechnung. Und diese Zwillingsenergie wirkt Kontakte, Gespräche, Terminen, Verhandlungen. Das, was in dieser Geschichte ich auch erwähnt habe. Jupiter vertritt die Gerechtigkeit oder eine rechtliche Lage, befindet sich in Skorpion und das ist eine Wandlung gerade, hat einen Einfluss von Neptun. Wir haben ein Jupiter-Neptun-Quadrat, eine große Herausforderung. Diese Herausforderung, diese Neptun-Energie ist täuschend. Oft hat mit Betrug und mit Lügen was zu tun und das löst eine rechtliche Situation aus. Auf diese rechtliche Lage kommt ein guter Einfluss von einem rückläufigen Saturn und auch von absteigenden Mondknoten. Das heißt, das hat gar nicht mit Gegenwart was zu tun, sondern mit Vergangenheit. Mars steht Mond gegenüber und das, was ich auch in dieser Geschichte erzählt habe, der hübsche Prinz zweifelt an seinen Gefühlen, soll er das sagen, dass er die Prinzessin liebt, ja oder nein, diese Hin- und Hergerissenheit, das löst aus, ein Mond-Mars-Opposition und ein Mars-Pluto-Opposition. Mond steht mit Merkur auch in einer Opposition. Das handelt sich um Gespräche und löst Gefühle aus, die Unsicherheit. Soll ich das sagen oder soll ich lieber schweigen? Und das war die astrologische Information zu dieser Aufnahme. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert.
Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.